Grab, wo es nicht geht. Und Digium hat mich schon immer fasziniert. Wenn man einmal hinter das Geheimnis seiner Herrschaft gekommen ist, geht es fast wie von selbst. Dennoch ist das Material unzerbrechlich und hält ewig, zumindest lautet so die Legende. Wir sollten diese Undigium-Blöcke noch etwas genauer untersuchen. Lasst uns hier graben und 300 Undigium-Blöcke freilegen. Vielleicht finden wir dabei einen Anhaltspunkt darauf, wie sie gebaut wurden. Ja, ich würde erstmal gerne Stein finden. Tja, dann werde ich mich wohl von unten aus irgendwo reinbuddeln müssen in dieses Ding. Silber und Gold. Oh. Gut, das rechtfertigt sogar schon Leitern hier. Auch wenn das lustig aussieht, da einfach so eine Überführung zu bauen. Hier ist noch mehr Stein. Oh ja, holt mir das Gold. So, hier einen Ausgang für dich. Und hier ist noch mehr Stein. Eisen. Eisen ist sehr gut. So, kann ich hier schon mal ein paar von den Laubböden setzen. Oder Boden aus Gras und Klee. Weil die Laubböden, die gefallen mir nicht ganz so gut. Ich könnte sogar den Moosboden benutzen. Und ich könnte jetzt schon die besseren Forschungsdinger bauen, wenn ich genug Gold und alles hätte. Aber das muss ja nicht sein. Nein, hier unten will ich nicht graben. Ich will hier graben. Und zwar würde ich gerne von hier aus runtergraben. Leiter. Und Leiter. So, jetzt gehen wir in Richtung der Spitzhacken. Die brauchen wir nämlich als nächstes dringend. So, ich hätte genug Gold, aber nicht genug Holz für die neuen Tische. Ich habe auf jeden Fall genug Turmalin, um die beiden dann auszurüsten. Was mir einen riesen Zufriedenheitsboost geben würde, was ich bauen könnte, wäre so eine Steinstatue, aber dafür habe ich noch nicht genug Stein. Dafür hätte ich genug Stein, wenn ich den restlichen Stein hier abbauen würde. Weißt du was? Ich verkaufe die beiden Leitern. Wir graben hier einfach durch. Oh, hier ist noch mehr Stein. Hier bin ich aber auch fast wieder bei meinem Haupteingang. Und ich glaube, hier wäre der Durchgang. Ah ja. Sehr schön.
Steine. So, wie machen wir das jetzt hier am besten? Hier hinten ist nämlich Silber. Und hier ist wahrscheinlich dann der Weg weiter. Hier ist noch Gold, was ich gerne hätte. Oh, hier ist noch jede Menge Stein. Eigentlich Stein und Silber. Oh, ein Schatzversteck. Ja, sehr schön. Hier ist wirklich jede Menge Stein. Ich könnte theoretisch... Also erstmal baue ich mit dem Stein hier eine Willkommensstatue auf. Denn dafür habe ich mehr als genug Steine. So. Willkommen, Zwergenbrüder. Hier bei uns. Und mit noch mehr Stein kann ich hier noch zwei von den großen Steinkisten hinsetzen. Weil der Platz ist ja dafür ganz gut geeignet. So, währenddessen gebe ich auch schon mal wieder einen Forschungstisch hier in Auftrag. Und gleich den zweiten hier. Und um an etwas Holz zu kommen, verkaufe ich den Gnomen. Hier ihre Sachen. So, hier brauche ich wieder eine Leiter. Oh, hier oben gäbe es auch noch Stein. Hier gibt es Gold, das habe ich mir fast gedacht. Und ich kann mich in Richtung bessere Spitzhacken vorwagen. Kann ich eigentlich jetzt schon die guten Steinbetten bauen? Bingo! Gut, die haben Vorrang. Wenn ihr Level 5 seid, werdet ihr ausgebildet. Und jawohl, Steinbett. Ja, hier oben ist ein Ressourcenparadies. Das ist klar. Das ist gut soweit. So, bequeme Betten, sehr gut.
Übungspuppen, Schatzverstecke. Gerade das mit dem Undigium können wir dann machen, wenn wir wirklich die Hauptquest abgeschlossen haben. Und nicht mehr unter Zeitdrang sind. Jawohl, genug für eine von den großen Steintruhen. So. Die Forschungstische werden auch langsam. Und wir kriegen Eisen, das wir auch ganz dringend brauchen. Zum einen können wir jetzt mit dem Eisen ihn hier zum Kämpfer machen. Wir können aber mit dem Eisen auch nochmal Trainingspuppen bauen. Eiserne. Um die beiden weiter aufzustufen. Forschungstische sind fertig, fehlen nur noch meine beiden Forscher hier. Und ich könnte den schöneren Steintisch wahrscheinlich auch bereits bauen, oder? Jo. So, die trainieren. Und alles ist in Ordnung. Meine Minenarbeiter sitzen aber nicht irgendwo in der Falle gerade. Nein. Wir sind beim Schichtwechsel. Ey, aber wir haben schon ziemlich viel von hier oben ausgehoben. Sehr gut. Da können wir ja... Nein. Dann können wir ja hier rüber buddeln. So. Zum einen hier rüber buddeln. Zum anderen hier unten buddeln. Also einmal will ich hier gerne rein und dann will ich hier lang weiter. Von hier aus, dann hier hoch und dann hier drüben runter und so weiter. Und hey, meine Steinsäulen sehen richtig schick aus. Oh. Nur leider habe ich hier den Weg zugebaut. Wenn ich die wegnehme, fällt sie ineinander. Okay. Dann kommst du erst einmal kurzzeitig hier drüben hin. Bis wir das Loch hier gestopft haben. Du bitte zum Gelehrten. Wo ist mein anderer Jungzwerg? Du bitte auch zum Gelehrten. So. Oh, hier geht's wieder nicht weiter. Weil hier wieder Undigium im Weg ist.
Wie sieht's hier oben aus? Kommen wir von hier oben aus vielleicht da rein? Naja, gut. Ich schaue gerade auf meine Zeit. Es ist mal wieder für einen Cut soweit. Ich würde mal sagen, ich lasse es mal auf den Hauptbildschirm mit euch noch zu gehen, weil wir haben keine King's Quest abgeschlossen oder so. Wir kriegen also keine Punkte. Also verabschiede ich mich gleich hier von euch. Jo, bis zum nächsten Mal.